eine zusätzliche Poolisolierung benötigt? Die Poolwände bei Pools Factory werden mit Polyurethanschaum isoliert. Wenn du die Installationanweisung befolgst, ist eine zusätzliche Isolierung nicht erforderlich. Benötigt der Pool eine Bodenplatte als Fundament? Die Betonbodenplatte ist ein obligatorisches Element des Pool-Einbaus. Es schützt das Becken vor instabilem Boden, Mikrovibrationen und Erdrutschen. Es verhindert auch das Auftreten von Rissen im Boden des Beckens, die nach der Beckenverfüllung mit Tausenden von Litern Wasser auftreten können. Auf sehr dichten Boden macht man eine Betonfundamentplatte, die nur 12 bis 20 cm dick ist. Die Abmessungen der Bodenplatte sind identisch mit der äußeren Kontur der oberen Kante des Poolmodells. Hier werden wir einige technische Details angeben. Benutze bitte Beton der Klasse B20. Die Bewehrung sollte gemäß der auf dem Bildschirm angegebenen Daten erfolgen. Zu beachten ist außerdem, dass ein gutes Fundament auch die Haltbarkeit eines Pools bestimmt. Warum muss ich Styrodur auf eine Betonbodenplatte legen? Eine Betonplatte weist verschiedene kleine Unebenheiten auf, die ausgeglichen werden müssen. Darum legt man Styrodurplatten aus. Ohne Styrodur könnt ihr das Reiben des Poolbodens am Beton im Laufe der Zeit das Becken beschädigen. Zusätzlich dient er als thermische Isolierung des Beckenbodens. Muss die Styrodurschicht auf die gesamte Oberfläche der Bodenplatte? Die Styrodurschicht muss unter dem gesamten Boden des Pools verlegt werden. Es ist gut, wenn die Platten auch geringfügig über dem Betonboden und Randung herausragen. Dann ist gewährleistet, dass sich der gesamte Boden des Pools auf den Styrodurplatten befindet. Die einzige Ausnahme ist die Treppenstelle, wo die Treppen untermauert werden sollen. Wir empfehlen, das Untermauern der Treppe direkt auf der Bodenplatte auszuführen.